Herzlich willkommen zur nächsten Tomodachi Live-Episode hier auf WePlay Games for You. Ich bin Ivo und es ist sehr, sehr früh morgens. Ich glaube, was haben wir denn? 7:30? Irgendwie sowas. Mal gucken, was unsere Miester machen. Normalerweise sind wir immer abends unterwegs. Antik, das kaufen wir doch mal. Und die Küche kaufen wir. Vielen Dank. Ich hab zu danken. So, die Boutique. Willkommen. Ein Maßanzug. Huiuiui. Ist da vielleicht was für den Conan? Ich glaube eher nicht, das ist wieder zu kitschig irgendwie. Vielen Dank. Denke ich. Dadurch, dass er rot ist. Fachgeschäft. Willkommen. Eine Jagdkappe. Die ist ja cool. Vielen Dank. So. Und noch im Supermarkt. Willkommen. Oh, jede Menge Sachen. Brokkoli. Wird wahrscheinlich die Hälfte der Leute nicht mögen. Erdnüsse. Fish and Chips. Cool, cool. Und Gazpacho. Und so viel neues Zeug hatten wir schon lange nicht mehr. Muss ich sagen. So, dann schauen wir doch mal. Hier ist ein Ereignis. Jetzt geöffnet Morgenmarkt. Okay. Diese Ravioli sind wirklich lecker. Oh, der verkauft Ravioli, okay. Das ist diese ja cool. Ravioli. Vielen Dank. Okay. Also wird der Morgenmarkt Essen verkauft. Gucken, ob er auch was anderes verkauft. Diese Ravioli, ne, die verkauft auch nur Ravioli. Gucken, was die Nachrichten morgens sagen. Guten Morgen. Okay. Willkommen bei den Mii-Nachrichten um 7 Uhr. Der Hals ist schon mal morgens wach. Jemand hat eine unerwartete Entdeckung gemacht. Im Kühlschrank von Marlene wurde ein seit 5 Jahren abgelaufener Apfelkuchen gefunden. Ach du Scheiße, Marlene. Nach dem Fund des verdorbenen Produkts sagte Marlene: Wow, das Verfallsdatum war genau heute vor 5 Jahren. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Das ist doch mal eine lehrreiche Meldung. Finde ich nett. Nicht zu glauben, dass so etwas tatsächlich passiert ist. Das ist schon eher danke eine Reaktion. Zuschauen. Ich bin Hulk Webley und das waren die Mii-Nachrichten um 7 Uhr. Alles klar, der Hulk. Gut, dann schauen wir doch mal. Da möchte sich scheinbar jemand anfreunden. Der Lukas. Da sind schon einige auf. Ein paar Langschläfer gibt's dann doch. Wir haben uns seit einer Woche nicht gesehen, Ebenbild von Zoe. Oh je. Schon wieder eine Woche her. Ich habe gehört, dass Luke mit mir befreundet sein will. Ja, das ist doch gut. Vielleicht sollte ich einmal mit ihm reden. Ja, mach das. Lukas und Luke. Macht Sinn. Ja, die mögen sich, das ist doch gut. Das ist gut gelaufen. Wir haben uns wunderbar verstanden und sind jetzt miteinander befreundet. Das freut mich. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Dankeschön. Ein Hustensaft, cool. Dann kriegst du mal was zu essen. Was hältst du denn von Fisch und Chips? Findest du gut, das freut mich. So. Benny ist auch schon wach. Oder hier so halb am Träumen. Ist nochmal weggenickt. Ach, den Traum kennen wir schon. Gibt's die Wackelkopfpuppe? Okay, dann kriegst du mal. Guten Morgen. Was zu essen. Guten Morgen, sagt er. Das ist ja geil. Nicht nur guten Abend, sondern auch guten Morgen. Ich glaube, der wollte Klamotten haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich möchte etwas Neues ja, zum Anziehen. Tatsache. Was könnten wir dir denn mal geben? Das Outdoor-Outfit vielleicht? Gucken wir mal. Da es bei dir ja ständig regnet,
Boah, ich glaube, wir haben noch einen Regenmantel, den könnten wir dir das nächste Mal geben. Das wäre doch was. Das wird voll gut passen. Okay, guck mal, noch was Kleines. Was mit einem Espresso zum Frühstück? Das kommt immer gut. Okay, das findet er wohl klasse. Da geht er ab, der Benny. Ein Espresso-Fan. Ich verstehe. Sein Lieblingsessen. Okay. So, du wolltest gern weitere Fitnessgeräte. Guck mal, einen Tennisschläger hast du schon. Könnten wir dir noch geben? Einen Baseballschläger. Okay. Der passt doch. Weitere Sportgeräte. Hatten wir jetzt den Proteinshake bei dir ausprobiert? Jetzt habe ich es schon wieder versaubeutelt, ne? Das gibt's doch gar nicht. Naja. Ich hoffe, ich denke das nächste Mal dran. Tut mir wirklich leid. So. In deiner Welt ist es jetzt sicher auch heiß, oder? Ja, es geht noch. Es ist noch früher Morgen. Das ist jetzt noch nicht ganz so wild. Aber danke der Nachfrage. Oh, nur. Absolut lecker, das freut mich doch. Brauchen eh noch ein bisschen Geld. Also kann da auch mal ein bisschen was kommen. So, der JD ist auch mal wach, oder? Ne, der pennt wieder. Der pennt immer noch. Guck mal, was bei der Tabea los ist. Die rollt sich irgendwie komisch über den Fußboden. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe Hunger. Du hast Hunger. Das lässt sich ändern. Ziemlich lecker, das freut mich doch. Und ein Level-Up. Ja, was geben wir dir denn mal? Ja. Geben wir mal ein Lied. Können wir mal ein Rocklied geben? Lied verschenkt. Und dann würde ich fast sagen, wir machen mal die Musik kurz an. Und hören uns das Lied dann an. Ich habe da sogar eine Idee, was wir da machen können. Schauen wir doch mal. Zack. Das haben wir an. Perfekt. Dann gehen wir jetzt direkt in die Konzerthalle. Und versuchen mal, als Band singen zu lassen. Und zwar zusammen mit dem Benjamin, Tabea und Benjamin, zack, so soll es sein, Partner, nennen wir das einfach mal, ups, Partner, genau so, okay, ja, bitte speichern, Song erstellen, Blümchen, Rapper, Poke, Partner, Partner, Rock, das passt so. Und los geht's, ihr beiden. Jetzt geht's los. Ich fühle mich gut. Phänomenal. Wenn wir uns sehen, ist alles andere egal. Rock'n'Roll, Baby, wir gehen so ab wie Rock'n'Baby und nicht zu knapp. Rock'n'Roll, Baby, wir tanzen durch die Nacht. Alles klar. Verrückter Shit. Okay. Dann machen wir jetzt als erstes mal die Musik wieder aus, damit da nichts passiert. Zack, 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 ab ins Rathaus, besuchen, Optionen, Sound, Musik, zack, Gutes, zurück, zurück. So, da sind wir noch der Morgenmarkt. Gucken wir mal, was wir noch so erledigen können. JD immer noch am Pennen. Rektalin, was ist denn bei dir los? Guten Morgen. Guten Morgen. Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Okay.
Kriegst mal Polunder, das sieht bestimmt wunderbar an dir aus. Sieht aus wie so ein Gartenzwerg, so ein bisschen. Oh Mann. Ist das jetzt von der Fischfrikadelle? Auch nicht gut. Eieiei. Hier können wir heute aber auch gar nichts recht machen, mein Freund. Das findest du gut. Okay, immerhin. So, dann kriegst du erstmal ein Geschenk. Erst mit einer Angelrute. Das passt doch ganz gut. Bitteschön. Sieht schon ein bisschen so auf ein Spiel alte Opa-mäßig aus. Dann kannst du auch angeln gehen. So, Quiz der Gemeinsamkeiten. Die erste Aussage zu deinen Inselbewohnern. Mark und Justin haben beide Bücher. Oh. Nein. Und die korrekte Antwort ist... Das ist falsch. Okay. Die zweite Aussage zu deinen Inselbewohnern. Anna und Mr. Gabi sind am selben Tag geboren. Boah, das sowas kann ich keinen... Nee. Und die korrekte also Antwort ist... Also da kann ich ist, keine Rücksicht drauf nehmen. Das ist falsch. Die letzte Aussage zu deinen Inselbewohnern. Rosalina und Maike sind gleich zufrieden. Könnte sein. Ich denke, die sind beide zwei. Und die korrekte Antwort ist... Das stimmt genau. Boah, wie gut ich bin. Der Wahnsinn. Glückwunsch. Danke, danke. Oh, ein Bär. Ein Bärenschnitzerei. Das gibt bestimmt viel Geld, kann ich mir vorstellen. So, der Tom, der hat noch ein Problemchen. Gucken wir mal, was er so hat. Danke, jetzt ist der Schluck auf. Kein Problem. Ich hätte gern etwas Neues zum Anziehen. Irgendwas Exzentrisches. Exzentrisches, okay. Haben wir denn hier hinten so... Oh, du kriegst ein arabischer Prinz-Outfit. Das ist exzentrisch genug, denke ich. Oh, das gefällt ihm sehr gut. Wer hätte das gedacht? Oh, Mann. Bitte sehr. Ein sieht ein bisschen Dankeschön. Wirr aus. Aber okay. Was soll's? Vielleicht ist er ja farbenblind. Man weiß es ja nicht. Das findest du gut, das freut mich. So. Gucken, ob noch jemand was spielen möchte, vielleicht. Alter. Da hat er erstmal schön in seinen. Okay. Alles klar. Dude. Du machst mir ein bisschen Angst. Oh, beim Raphael waren wir auch schon länger nicht mehr. Den können wir ruhig mal besuchen gehen. Guten Morgen. Guten Morgen. Eine Fischfrikadelle für dich. Bitteschön. Ziemlich lecker, das freut mich. Und ein Level-Up. Dann kriegst du jetzt auch erstmal einen Laptop oder sowas geschenkt. Eine Wii U-Konsole. Das passt doch. Bitteschön, bitteschön. Gut. Könnten mal wieder... Auch zu der Anna und Julia und Co. gehen. Upsala. Julia. Um unsere ganzen Mädels abarbeiten. Guten Morgen. Guten Morgen. Fish and Chips. Absolut lecker, das freut mich. Ein Objekt gibt's. Ein Buch. Ein Buch für die Intellektuelle. Das passt doch. Sehr schön, sehr schön. Wo ist denn eigentlich die Maike? Die muss doch auch hier irgendwo sein. Ach, die pennt noch. Oh, bei Northland können wir in den Traum rein. Dann machen wir das doch mal. Da kriegen wir wieder ein paar Schnecken. Wir haben noch so viele Träume, die wir noch gar nicht gesehen haben. Und trotzdem kommen immer nur dieselben.
Bisschen schade. Guten Morgen. Guten Morgen. So, dann kriegst du erstmal eine Paella. Bitteschön. Schmeckt dir? Na, sehr gut. Ja, das würde ich aber auch sagen, machen wir einen Cut an der Stelle. Das war dann unser morgendlicher Ausflug zum allerersten Mal. Speichern tun wir natürlich noch. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.